Servus Freunde, hier ist euer Andi, euer Mann der guten Laune. Und zwar spitzt jetzt mal alle hier die Ohren, denn Freunde, jetzt gibt's mal was, das ist nicht so toll. Und zwar gibt's hier einen Beitrag in Facebook. Ja, da kann jeder gerne mal auf meine Seite gehen. Und zwar gibt's da leider, es geht mal wieder über Fastnet, Brauchtum, Karneval, Fasching, wie man es auch nennen mag. Freunde, bei uns ist es Fastnet, denn ich bin ein Brauchtumsträger und bei uns hier im regionalen Bereich, im regionalen Land, das für sind wir bekannt mit dem Brauchtum. Da heißt du mal Brauchtumspflege und da steht eigentlich nichts im Wege für schöne Stunden auf der Gas, aber gestern ist was passiert, und zwar bei den Original Beisinger Narren. Da war Hallenfastnet. Wir waren leider nicht da, aber ich kenne dort einige befreundete Zünfte, einige auch von Beisingen. Da grüße ich auch den Klaus Laubheimer. Servus Klaus, ich hoffe, wir kriegen nächstes Jahr Einladung von euch. Es wäre schön. Und ja, wie gesagt, da gibt es nicht so ganz tolle Vorfälle. Da ist nämlich gestern während der Hallenfastnet im Partyzelt wohlgemerkt, das Probe voll war. Also die Stimmung war bis dahin super toll. Wenn ich das richtig verstanden habe, eine Reizgasbombe wurde da gezündet von irgend so einem Fastnet-Nichtgönner, der sich profilieren wollte, was immer dahinter stecken mag für einen Sinn, ich sehe keinen. Und genau das ist das Problem, Freunde. Ich möchte hier, ich habe es heute so viele Male erwähnt, schriftlich mit vielen Statements, Interviews gegeben. Ich möchte dazu nur eins sagen, ich als gute Laune Boy verbreite eigentlich gute Laune und ich bin auch seit 1999 Gründungsmitglied bei den Schönberger Narren und ich kenne eigentlich, wie es laufen sollte, Fastnet, Karneval, Fasching, Brauchtum, egal wie man es auch immer nennen mag, aber wir sind eigentlich eine große Familie und bitte, 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 ab sofort zählt der Aufruf noch einmal auch von mir. Und zwar haltet doch bitte alle die Äuglein offen. Schaut nicht weg, er sagt, ach, da gibt es gleich Stress, ja, lasst die mal machen. Freunde, das ist der falsche Weg. Die Polizei, egal, es wird auch immer wieder auf die Ordnungshüter, auf Securities und so, ah, zu wenig, die gucken gar nicht. Freunde, die haben nicht bei 10.000 Menschen, egal ob du Umzüge läufst oder so, die sehen nicht alles, die kriegen nicht alles mit, aber ihr seid doch da, seid doch bitte wachsam, egal ob Fußgruppen, ob Hess, Maskenträger, ist ja egal, und auch die Fastnet-Fans natürlich, bitte, reißt euch zusammen, wir sind eine Familie, wir wollen das Brauchtum erhalten und wir wollen es pflegen, wir wollen sparsam, gemeinsam und auf die Gas gehen. Und wenn es so weitergeht, ist bald Fastnet kein Thema mehr. Das sind die großen Traditionsvereine Geschichte, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dann, ja, kann sich vielleicht irgendwann in ein paar Jahren der eine oder andere mal erinnern, sich daran erinnern, nur von sagen, ach, da war ein großer Umzug, ja, so und so. Freunde, also, hört's doch auf mit dem Blödsinn, das ist ja langsam, nimmt das schon wirklich so an, wie im Stadion, wenn sich da Hassgruppen gegenseitig mit Pyro, Tränengas, was weiß ich auch immer hier, Spektakel, muss nicht sein. Und da möchte ich auch noch mal kurz was sagen, Freunde, dazu, auch die Hässträger, während dem Umzug, ihr wisst doch alle, wir haben nur ein begrenztes Sichtfeld, ich sehe nicht nach links, ich sehe nicht nach rechts. Und wenn ich da so eine Rauchbombe in der Hand habe und da rennt jetzt zufällig einer vorbei und ich erwische den,
Freunde, das kann Folgen haben. Es gibt Reizhusten. Ich kenne einige, ich sag's nicht umsonst, dieser Beitrag ist nicht umsonst, denn einige waren gestern in Beisingen von meinen Narren Kollegen in befreundeten Zünften, auch einige Mädels drunter, die sich immer noch in ärztlicher Behandlung begeben und befinden. Freunde, das ist totaler Schwachsinn, das ist der falsche Weg, Fastnet, Karneval und Brauchtum, Tradition zu feiern. Das ist gar nichts, das ist Mist. In meinen Augen ist das langsam Krieg und das kann es nicht sein, Freunde. Das kann es wirklich nicht sein. Bitte schaut da genauer hin. Selbst wenn ihr nicht einschreiten wollt, aber meldet doch bitte dem Security. Es sind doch Leute auch vorhanden. Ihr müsst doch nur hingehen und sagen, hey Leute, da findet jetzt demnächst irgendwas statt. Und wenn es gar nicht mehr geht, bitte zusammenhalten und lasst doch nicht eine Handvoll Leute, fünf Affen, sage ich jetzt mal, die nicht ganz belichtet sind im Kopf, lasst die doch da nicht gewinnen und Spaß haben, dass eine Veranstaltung bei 10.000 Zuschauern, sage ich mal, abgebrochen wird wegen sowas. Freunde, bitte, 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 tut mir einen Gefallen. Ihr wollt doch Spaß haben, ihr wollt doch mit uns Traditionspflege erhalten. Und das sollten wir auch tun, deswegen müssen wir viel enger zusammenrücken. Und ja, das ist mein Appell an euch und das zählt ab sofort, bitte Freunde. Bitte, bitte nehmt das ernst. Ich nehme es sehr ernst. Jeder, der mich kennt, weiß, ich kann auch unterm Jahr nicht abschalten von der Fastnet. Und manche sagen, ach Gott, der gute Launeboy nimmt die Fastnet zu ernst. Was immer auch richtig sein mag. Aber wenn man mit Leib und Seele dabei ist, dann tut man alles, um das Brauchtum zu erhalten. Und Freunde, auch die Fans da draußen, die Fastnet-Fans, sag ich mal, die Gönner der Fastnet, bitte nicht einfach wegschauen, sondern hinschauen. Dankeschön, das war's von meiner Seite, das soll es gewesen sein. Ich sag danke fürs Zuhören, danke für eure Aufmerksamkeit und denkt's mal ein bisschen drüber nach. So, und morgen nehme ich euch mit zum nächsten Hit, denn ich habe morgen frei mit meiner Narretei. Und dann geht's mal auf den schwäbisch-alemannischen Narrenumzug nach Gengenbach im Schwarzwald. Da bin ich nicht alleine, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich nehme den Jochen mit. Das wird genauso dann ein Hit. Und ich grüße euch jetzt von ganz nah, Servus und von fern und sage, ich liebe das Brauchtum, denn ich hab's halt gern. Und euch natürlich auch. Und jetzt mache ich einen Deckel drauf und sage, das soll's gewesen sein, denn ich muss flitzen gehen und sage, auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.